Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf dem härtesten YouTube-Kanal Ostdeutschlands. Und ich würde sagen, das gibt es nur bei mir. Wintereinbruch, das nicht unbedingt, aber wir müssen mit einem Motorrad los. Wie man sieht, die sind ein bisschen eingeschneit. Ja, wir haben Winter, minus 5 Grad, circa 5 cm Neuschnee und ich muss auf Arbeit. Und ich fahre MZ ES 125. Ja, da wird es Zeit für einen kleinen Winterkaltstart. Die steht jetzt circa, eigentlich steht schon eine Weile hier, bestimmt 2-3 Monate. Ja, wer es nicht kennt, das ist halt mein Kanal, ne? Wir sind auf dem härtesten YouTube-Kanal Ostdeutschlands. Und da steht halt die MZ mal 2-3 Monate draußen. Ja, wie ihr seht, die ist halt ein bisschen eingeschneit und eingefroren. Wollen wir mal gucken, ob denn der Motor noch läuft. Vergaser habe ich schon mal geholt. Na, wenn ihr halt immer lange draußen steht, setzt ihr auch mal Rost an. Ja, hier ist einiges technisch schon gemacht worden. Eine Webzündung haben wir. Trotzdem haben wir leider noch das Problem mit Batterie. Die muss ich jetzt erstmal einbauen. Also die Batterie baue ich immer aus, weil die zieht halt immer ein bisschen Ruhestrom und dann ist die immer ruckzuck runter, die Batterie. Genau, also das müssen wir jetzt erstmal machen. Wir bauen mal die Batterie aus und dann gucken wir mal, ob wir die eingefrorene MZ zum Leben erwecken können. Ja, wie quasi 1970 in der DDR, der Winter, steht das Teil halt draußen. Ne? So war es damals auch. Ich würde sie noch ein bisschen vom Schnee befreien. Da sieht man wirklich, also es steht schon eine Weile, hat schon ein bisschen geschneit. Das ist eine schöne mit Doppelsitz. Ja genau, wir gucken erstmal alles durch hier, ob überhaupt noch ein bisschen was im Tank drin ist. Ansonsten zum Zündschloss müssen wir uns auch vorarbeiten. Das ist hier vorne. Genau. Da haben die MZ-Ingenieure mitgedacht. Schöne Abdeckung hier. Schneit es nicht rein. Genau, hier haben wir einen Tank. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Können wir schon losfahren. Spiegelfliner. Genau, jetzt gucken wir mal, ob noch was drin ist hier. Ja, fast noch voll. Mache ich eh immer bei meinen Motorrädern über den Winter. Schön voll tanken, Batterie ausbauen. Ja, ansonsten, ja. Zündkerze sehe ich gerade, ist noch nicht angeschlossen. Da hatte ich, glaube ich, mal ein bisschen Öl reingemacht, damit der Motor nicht festgeht, ne, wenn die lange draußen steht. Mache ich immer mal ein bisschen Öl rein. Drehen wir mal ein, zwei Mal durch, damit der Motor nicht festgeht, wenn die lange draußen steht. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht, nur wie gesagt, noch die Batterie ausgebaut. So, die baue ich jetzt ein und dann können wir die MZ mal mit dem Kickstarter anreißen. In der Hoffnung, dass sie läuft, weil ich muss da nämlich los. Übrigens, die Ingenieure von MZ haben sich auch was dabei gedacht gehabt früher. Guck mal, hier gibt es extra solche Schrauben hier. Braucht man kein Werkzeug, weil das muss man eh oft abbauen. Zack, hier die Schrauben ab und schon kommt man ran ans Batteriefach. Welches dann übrigens so aussieht, durch den Webumbau haben wir hier ein paar mehr Kabel und Anschlüsse. Ja, ne? Aber sonst ist halt alles original. Gut, also ich baue jetzt mal meine Gel-Batterie ein, 12 Volt. Und dann starten wir jetzt endlich mal. Ja, also Batterie habe ich verbaut. Ah ja, ich sehe gerade, wir müssen noch Zündschlüssel holen. Weil, dann können wir nämlich schon mal gucken, ob die Batterie auch noch Saft hat. Weil sonst haben wir ein Problem. Ja, dann müsst man anschieben, das wäre blöd. Okay, aber das wäre Worst Case. Jetzt probieren wir es erstmal mit dem Zündschlüssel. Hoffentlich hat die Batterie noch ein bisschen Saft.
So, da ist der Zündschlüssel. Übrigens, SR2 hat sowas nicht. Kann man einfacher klauen. Und wen das interessiert, verlinke ich euch das Video zu diesem Fahrzeug. Kaltstart. Aber heute der hier. Gucken wir mal. Zack. Hängt ein bisschen. Ha. Super. Leerlaufkontrollleuchte. Und es klickt irgendwas. Irgendwas ist eingefroren. Irgendwas klickert. Ist jetzt aber erstmal egal. Vielleicht ist es bloß irgendwie der Blinker oder irgendwas anderes. Probier nochmal. Ne, das Klickern kommt von hier irgendwo. Naja, egal. Ich würde erstmal starten. Vielleicht repariert sich's von selber. Also, auf geht's. Übrigens, hier ist der Schok. Das machen wir hier mit bei dieser Maschine. Leider ein bisschen abgebrochen. Funktioniert aber trotzdem. Mehr gibt's nicht zu beachten. Einfach nur Benzinhahn auf. Zack, da läuft's, da sieht man's. Läuft runter in den Vergaser. Ja. Und das war's schon. Schok ziehen bzw. drehen und dann können wir jetzt starten. Ja, okay, probieren wir es mal. Ich bin wirklich mega gespannt, ob die MZ auch nach 3 Monaten draußen stehen im Winter bei minus 5 Grad und ein bisschen Schnee. Übrigens gute Taschen, ne? Auch mal anspringt. Bisschen eingefroren ist die ganze Kiste hier. So, ansonsten, ich muss erstmal noch mal ganz kurz gucken. Ewig nicht mehr gefahren, ob der Schok so oder so ist. Aber das kann man ganz gut sehen, wie man hier zieht. Okay. Schok haben wir aktiviert. Jetzt ist schon ein bisschen... Muss ich noch ein bisschen dick machen. Okay, so, Schok haben wir aktiviert. Hier klickt halt irgendwas, keine Ahnung. Gucken wir mal, wie irgendwas passiert. Losfahren würde noch nicht gehen, wie ihr seht. Ja, okay, dann müsste ich sie wahrscheinlich mal noch ein bisschen warm laufen lassen. Aber wie ihr seht, MZ springt auch im Winter bei 5 cm Neuschnee und 5 Grad minus ohne Probleme an. Top.